In den Medien hört man immer wieder von einer Packing Rate oder einer Packing Rate. Doch was ist dieses Packing eigentlich genau? Eine neue Methode zur Lagerung von Amazon-Paketen? Was Packing genau ist, schauen wir uns nach dem Intro an. Packing ist eine Analysemethode, um Abläufe im Fußball messbar zu machen. Das erste Mal richtig vorgestellt wurde Packing bei der Europameisterschaft 2016 und dort wurde es auch einem breiteren Publikum bekannt gemacht. Die Fußballer Stefan Reinartz und Jens Hegeler haben die Impact GmbH gegründet, die dieses Fußballanalyse-Tool vertreibt. Stefan Reinartz bemängelte, dass allerhand Statistiken erhoben werden, wie Eckbälle, Ballbesitz, Torchancen, die aber allesamt nichts darüber aussagen, wie effektiv eine Fußballmannschaft ist. Und da hat er auch grundsätzlich recht mit, eine Mannschaft, die auf Konter spielt, ist beispielsweise im Ballbesitz meist unterlegen. Also mit der Packing Rate soll einmal dargestellt werden, wie effektiv eine Mannschaft ist. Doch was genau kann man mit Packing bestimmen? Wie viele Gegner man mit einem Pass überspielt hat? Wie viele Gegner der Stürmer mit dem Empfang des Passes aus dem Spiel genommen hat? Wie viele Spieler bei Ballverlust aus dem Spiel genommen wurden? Reinartz und Hegeler nehmen an, dass es immer wahrscheinlicher wird, dass ein Tor fällt, je weniger Spieler zwischen Angreifer und dem Tor stehen. Schauen wir uns das mal im Detail an. Aus diesen Annahmen bilden sie auch verschiedene Kennzahlen ab. Beispielsweise, wenn eine Mannschaft oft überspielt wird, ist das ein Zeichen für eine schlechte Defensivstaffelung. Thomas Müller sucht beispielsweise den freien Raum und hat somit, wenn er den Ball annimmt, sehr viele Spieler aus dem Spiel genommen. Genauso auch Xabi Alonso, der den Pass geschlagen hat. Und diese beiden zusammen machen das Spiel besonders effektiv und die Packing Rate sehr hoch. Früher hätte man sicherlich einfach nur gesagt, boah, hat der einen guten Pass gespielt? Und heute kann man das mit Packing auch messen. Doch wie aussagekräftig ist nun diese Packing Rate? Das verhält sich so wie mit anderen Statistiken im Fußball auch. Es gewinnt nicht immer die Mannschaft mit dem höchsten Ballbesitz, noch gewinnt die Mannschaft mit der besten Zweikampfquote und es gewinnt auch nicht zwingend die Mannschaft mit der höchsten Packing Rate. Bei der Europameisterschaft 2016 hat Russland gegen die Slowakei gespielt und Russland hat hier 260 Spieler überspielt, während die Slowakei 219 Spieler überspielt hat. Klarer Vorteil also für die Russen. Ja, dennoch hat die Slowakei mit 2:1 gewonnen und war effektiver vom Tor. Bei der Packing Rate wird auch noch unterschieden, welche Spieler ich aus dem Spiel nehme. Besonders wertvoll ist es, wenn defensive Spieler überspielt werden. Dennoch sagt das natürlich noch nichts darüber aus, ob ich diese Chancen auch nutze. Welche Aussagekraft haben denn Statistiken im Fußball generell? Ja, man muss die Statistiken in einen Zusammenhang bringen. Wenn ich beispielsweise mehr Ballbesitz habe als der Gegner und gleichzeitig auch noch die besseren und wichtigeren Zweikämpfe führe, kann ich davon ausgehen, dass ich das Spiel dominiere. Wenn der Ballbesitzwert nun hoch ist, als auch die Packing Rate, kann ich davon ausgehen, dass das Spiel ebenfalls dominiert wird. Der Ball läuft in den eigenen Reihen, ich erspiele mir allerdings auch Torchancen in den freien Raum rein, spiele geschickte Pässe. Das sagt allerdings natürlich noch nicht aus, wie effektiv ich vor dem Tor war. Ein Wert alleine bringt uns also nicht viel, wir müssen diese Werte in einen Zusammenhang bringen. Ein kleines Beispiel, der Hamburger SV ist momentan Sechster der Zweikampfwerte, da würden sie auch gerne in der Fußball-Bundesliga stehen, aber momentan ist das ja nicht der Fall. So liebe Freunde, ich hoffe das Video hat euch gefallen, wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Hier könnt ihr kostenlos eine Dauerkarte lösen und den Kanal abonnieren und hier findet ihr ein anderes Video von mir. Leute, bleibt am Ball, euer Sören, ciao!